Die Jan war eben drin. Es waren noch zwei andere Frauen da, ihr habt reingeschaut und ihr wart so begeistert von dem Fahrzeug. Es sind die ersten 5 Sekunden, die, glaube ich, die Begeisterung auslösen. Ich komme gleich zu dir, Jan, dann kannst du mal berichten. Du warst eben drin, ohne dass wir irgendwas gesagt haben. Es ist ein Dreiachser und 26 Tonnen maximal zulässiges Gesamtgewicht. Ja, stell dich mal kurz vor. So ist es. Hallo Sven. Mein Name ist Markus Engelhardt, Geschäftsführer von Concord Reisemobile. Ja, du kannst stolz sein auf dieses Auto, denn das erfüllt natürlich den Traum vieler Männer und Frauen, die gerne mal auf lange Reisen gehen möchten, denn du kannst so viel mitnehmen, wie du willst. Bei 26 Tonnen kannst du natürlich mitnehmen, was du möchtest. Wir haben noch Platz für einen großen PKW, also Mini Cooper Garage ist hier bei dem Fahrzeug vorhanden. Und mit dem Fahrzeug kann man wirklich auch mal längere Reisen unternehmen oder auch mal tatsächlich irgendwo überwintern. Ja. Jan, hast du sowas schon mal gesehen? Wir fahren ja gerade einen Concorde, ja. Das ist was anderes. Ich habe ja ich filme ja noch nicht so viel. Ich habe schon ein paar gesehen und das ist einfach unglaublich. Also ja. Unvergleichbar, würde ich ja schon sagen. Wir sprechen ja hier von was ganz Besonderem. Das hier ist ja ein Serienfahrzeug. Also es gibt ja Manufakturen, die bauen ein Stück dann und dann machen das genau nach Kundenwunsch. Ihr macht das teilweise auch. Man kann viele Sachen natürlich auch ein bisschen adaptieren, wählen und so weiter. Aber ihr könnt von dem Auto jetzt auch mal 30 Stück bauen. Ja? Das ist praktisch in der Preisliste bestellbar. Genau, das Fahrzeug ist in der Preisliste bestellbar. Wir haben natürlich einen umfangreichen Zubehör und Katalog, wo wir natürlich dann auch individuell auf die Kundenwünsche eingehen können. Und auch die Möglichkeit, noch Sonderwünsche zu erfüllen. Aber grundsätzlich handelt es sich um ein Serienmodell mit einem vorgegebenen Grundriss. Ja, das finde ich immer besonders wichtig, weil ich bin so ein Typ, ich kaufe immer gerne das, was schon da ist. Also es gibt die und die. Es gibt die, die wollen denn, ich sag mal, den Polsterstoff in Orange haben. Und das, man kann ja sehr viel individualisieren, was hier da ist. Aber ich mag das. Ich komme rein und sage, das ist genau mein Grundriss, das ist mein Auto und dann kann ich den auch so haben. Du kannst den auch ganz genauso natürlich haben. Also bei uns ist es ja so, dass die meisten Fahrzeuge sind ja, ich sag mal, tatsächlich kundenbestellte Fahrzeuge. Und da suchst du die Farbe und Form von den Materialien natürlich auch selber aus. Da ist nur der Grundriss im Grunde durch uns vorgegeben. Der Grundriss ist vorgegeben. So, jetzt haben wir hier eine Besonderheit. Jan, du hast es gesehen. Hier kommt ein Slide-Out raus und der ist ja gar nicht so breit. Wenn wir mal, am besten gehen wir mal unter diese Folie drunter. Wenn du auch mal kurz mitkommst und Jan, du gehst mal vor, dann zeigen wir das mal. Die Folie ist natürlich so ein bisschen wie das, ich sag mal, Nachthemd einer tollen Frau, die irgendwie da ist, die das Ganze so ein bisschen verdeckt. Die Jan geht gerade runter durch. Das sind ja nicht so viele Zentimeter, aber innen wirkt das unglaublich. Es ist, wenn man das mal vergleicht, also ich habe es immer mit Wohnwagen verglichen, wenn man von einem 2,30 Meter Wohnwagen in einen 2,50 Meter Wohnwagen geht, dann sind 50 Zentimeter eine Welt, 20 Zentimeter eine Welt und hier hast du 50 Zentimeter mehr, sodass du dann im Innenraum wirklich merkst, was du da an Fahrzeugbreite zur Verfügung hast. Hast du das gemerkt? Das war der Wow-Effekt. Einfach nur, weil das unglaublich groß ist, geräumig und es hat so einen puren Luxus. Weil sonst kommt man ja nicht rein und fühlt sich nicht eingeengt. In dem Fall war es einfach nur breit und wunderschön. Ja. Ja, was mir bei Concorde aufgefallen ist, wir fahren jetzt selber Concorde, den ersten. Es klappert und knirscht nicht. Und das war wirklich eine neue Erfahrung. Andere sind da auch ganz gut, aber ihr baut quasi Serienfahrzeuge auf absoluter Handmanufakturqualität. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Hat den Vorteil noch, dass wir eben über diese, ich sag mal, vorgegebenen Grundrisse, wo wir uns in einer Art Baukasten bewegen, alle Schwächen und Kinderkrankheiten eben ausmerzen. Und das, was dir im Individualbau vielleicht passiert, wo du dann feststellst, dass die Idee, die du da hattest, nicht so gut war, die passiert uns halt nicht, beziehungsweise passiert sie uns und der Endkunde hat dann den Vorteil, dass er einen ausgereiften Grundriss bekommt. Ja, ihr seid als Serienfahrzeughersteller einer der ältesten in Europa. Das kann man schon sagen. In Amerika ist das ein anderes Geschäft. Da werden ja teilweise Stückzahlen gebaut, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber hier in Deutschland, ihr baut, glaube ich, 350, 400 Fahrzeuge im Jahr? Zwischen 350 und 400 Fahrzeugen, die wir jährlich bauen. Und wir streben da auch gar nicht nach mehr, sondern eher nach mehr Individualität und Exklusivität. Was ist hier drunter eigentlich für ein Fahrzeug? Ist das ein Mercedes? Das ist ein Mercedes Actros, ja. Ein Actros. So, und die Besonderheit ist, jetzt gibt es ja diese Spiegel, diese neuen elektronischen Spiegel. Das ist Kundenwunsch, wie er das gerne möchte? Das ist Kundenwunsch, ganz genau. Bei dir, das hat ja einen Vorteil, du fährst ja selber LKW. Der Bugspiegel, der Seitenspiegel und so weiter und so fort. Viele wollen auch die Optik haben, weil man kann sehr gut peilen damit, oder?
Genau, also essentiell ist auch, wenn man die elektronischen Spiegel hat, dass man eben nicht das System jetzt bei so einem integrierten Fahrzeug vom Originalfahrzeug übernimmt, weil der ja als Originalfahrerhaus auch noch den Bugspiegel und den Seitenspiegel als klassischen Spiegel an seinem Fahrerhaus dran hat, trotzdem, dass er die elektronischen Spiegel für die Rücksicht hat. Wenn du jetzt so ein Fahrzeug als integrierten aufbaust, ist es natürlich essentiell, dass du diesen Totwinkelspiegel und Spiegel für die Front auch am Fahrzeug noch montiert hast. Das ist ganz wichtig, wenn du fährst, dass du die Seiten sehen kannst. Wenn du zum Beispiel jetzt einbiegst, das ist ja anders zu fahren wie ein Reisebus hier. Das heißt, ich bin ein bisschen vor von der Achse, also ist aber nicht ganz Reisebus-Feeling, oder? Es ist vielleicht ähnlich, ja. Das heißt, das Fahrzeug fährt sich ein bisschen anders wie ein normaler PKW, weil du sitzt quasi vor dem Vorderrad. Das ist, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ich kenne es nur, wenn man ganz vorne im Bus steht. Ist schon ein bisschen unangenehm, ne? Ja. Am Anfang, aber... Schwenkst du ein bisschen drüber, aber nicht ganz, oder? Das ist nicht so stark wie im Bus, wenn man so richtig weit vor der Achse sitzt. Aber es ist halt, wenn man sich dran gewöhnt hat, also ich mag es sehr gerne. Ja, solche Fahrzeuge können nicht alle bauen. Also das ist wirklich eine Geschichte. Ihr seid Fahrzeughersteller, es gibt Aufbaurichtlinien. Die haltet ihr wirklich ein? Also ich habe ja gemerkt, wie stark ihr an den Aufbaurichtlinien hängt, oder? Deswegen brauchen wir vielleicht manchmal ein paar Minuten länger. Aber diese Herstellervorgaben, die uns da in dem Fall Mercedes jetzt macht, die sind ja nicht umsonst da. Und es geht ja auch nicht nur darum, jetzt ganz schnell das Fahrzeug fertigzustellen, sondern es geht ja auch um den weiteren Betrieb. Und wenn du da mal irgendwo nach auch von mir aus x Jahren ein Problem hast oder eine Panne hast oder auch mal eine ganz normale Regelwartung machen kannst oder möchtest, dann ist es ja essentiell, dass es funktioniert und dass der Wartungsmechaniker da überall rankommt. Ja, der wird wahrscheinlich nicht über ein Cockpit zum Abkippen bewegbar sein, denn ich sehe da keine Naht. Genau, das gibt es hier nicht. Deswegen hat der Hersteller dort Vorgaben gemacht, wo also Öffnungen vorhanden sein müssen, wo man Teile demontieren kann, um dann dort alle Vorgänge der Wartung durchzuführen. So, da ist eine Spezialachsvorrichtung wahrscheinlich hinten drauf. Oder rubbelt die den ganzen Campingplatz dann den Rasen weg? Nein, das ist eine Lenkachse in dem Fall. Das ist die Möglichkeit eben von den 18 Tonnen, die ein Fahrzeug mit zwei Achsen maximal hat, auf die 26 Tonnen hochzugehen. Und hat den Vorteil oder hat zwei Vorteile, dass wir einfach mal der Achslastverteilung ein bisschen mehr Spielraum haben und wir jetzt hier einen Radstand haben von 5500 mm, also 5,50 Meter und damit eigentlich ein sehr, sehr wendiges Fahrzeug haben. Das heißt, er ist trotz seiner 12 Meter Länge, fährt er sich ungefähr vom Wendekreis her wie ein 10 Meter Liner. Das bedeutet, dass die ist starr, diese Achse, und hinten die läuft mit, sodass die läuft mit und ist mitlenkbar. Ist mitlenkbar. Das heißt, die verlängert quasi den Wendekreis nicht? Die verlängert den Wendekreis nicht, nein. Trotzdem, er schwenkt dann aus? Er schwenkt aus, ja klar. Durch den Überhang schwenkt er natürlich aus, das ist klar. Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte, auch wenn man hier natürlich jetzt einen C-Führerschein hat, den man ja braucht, haben die Leute trotzdem Respekt, wenn die sowas abholen, ne? Ja, natürlich, den sollte man auch immer haben und den darf man auch nicht verlieren. Das ist aber, glaube ich, immer so im Leben. Die Campingplätze werden immer größer, spielt euch sehr in die Karten. Ja, na klar. Also das ist natürlich wichtig, dass es auch Infrastruktur gibt, wo man mit so einem Fahrzeug stehen kann. Aber das ist jetzt auch kein klassisches Fahrzeug, wo man da den Wochenendtrip mitmacht, auch wenn der mittlerweile an vielen Stellen möglich ist. Aber hier sind wir ja in einer Dimension unterwegs, wo es auch gerne mal eben ein paar Wochen weggeht und man dann eben über genügend Reserven verfügt. Du weißt, was die Leute machen, die Clubbesitzer, die sich über zum Beispiel WhatsApp verabreden irgendwo, wo die sich treffen, wo die gerne hinfahren. Weißt du das? Sollte ich das wissen? Es gibt wirklich tolle Spots, unter anderem in Portugal, in Spanien, in Italien. Also da gibt es Campingplätze, da treffen sich Liebhaber von dieser Reiseform schon seit Jahrzehnten. Und die bleiben dann auch da und haben unglaublich viel Spaß, so ein bisschen wie im Ferienlager, oder? So kann man sich's vorstellen, ja. Über Monate teilweise. Über Monate. Also ich wäre jetzt der Typ, der dann auch mal zwischendurch natürlich den Platz wechseln würde, um dann auch mal die ganze Küste zu erkunden. Aber man hat natürlich dadurch, dass man das Fahrzeug hier ja auch mitnehmen kann, also einen eigenen PKW, kann man seinen Aktionsradius natürlich auch entsprechend erweitern. Das ist quasi eine Eintrittskarte zu einem Club von Leuten, die ähnliche Fahrzeuge fahren. Also man fährt da drauf und ob man sich kennt oder nicht, man lernt sofort auch neue Leute kennen, wenn man das will. Man lernt neue Leute kennen, und wenn man sie nicht schon kennt. Und das sind natürlich Gleichgesinnte, die einen ähnlichen Lebensstil verfolgen, ist klar. Ja, ihr baut Fahrzeuge in allen Klassen. Das ist jetzt Klasse C. Ist das der größte, den ihr habt? Das ist das größte Fahrzeug, was wir haben. Beziehungsweise haben wir ähnliche Fahrzeuge, die auch in der gleichen Länge sind. Aber wir sind ja bei 12 Meter in der Fahrzeuglänge begrenzt. In Deutschland, ja, 12 Meter, das stimmt.
Und das hat auch einen Grund, denn unsere Straßen sind anders wie in Kanada und in Amerika, wo ich teilweise da Gliederzüge sehe, die 20, 30 Meter lang sind, 60 Tonnen, 80 Tonnen. Das geht in Deutschland einfach nicht. Wie ist der denn in der Praxis? Du fährst ja selber sowas auch schon mal, oder? Ja, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir, wenn man direkt beim Hersteller beschäftigt ist, so ein Fahrzeug auch mal bewegen kann. Und ja, in der Praxis, was soll ich sagen, durch diese 5,50 Meter Radstand ist er wirklich, also dieser integrierte 1200er, sehr, sehr wendig. Und bisher sind wir noch überall drauf gekommen. Ja, ich empfehle grundsätzlich bei solchen Fahrzeugen in der Länge immer eine Probefahrt, weil es gibt verschiedene Fahrzeugkonzepte. Und das, was er gerade sagt mit dem Radstand, es gibt Fahrzeuge, die sind schwer fahrbar. Also das sieht man schon, dann ahnt man es schon. Und wenn man drin ist, ist in einem Kreisverkehr drin und da geht es dann wirklich mal um die Ecke rum, dann werden die Fahrzeuge auf einmal, die kommen nicht mehr durch. Also man sollte Probe fahren. Es ist ja kein Einstiegsfahrzeug. Also ich glaube nicht, dass jemand so ein Fahrzeug erwirbt, der, ich sag mal, da gar keine Berührungspunkte vorher mit einem großen Fahrzeug hatte. Und der ist schon sehr, sehr firm in dem, was er denn möchte. Ne? Also ihr habt ja viel Erfahrung, ist so. Das heißt, die meisten Kunden, die haben ganz konkrete Vorstellungen, ob sie mehr Wert eben auf die Fahrzeuglänge, den Innenraum legen oder ob sie zum Beispiel sagen, ich möchte das Fahrzeug 30, 40 Zentimeter kürzer haben, weil ich noch einen Anhänger mitnehmen möchte, wo zum Beispiel ein Boot drauf ist und das hat eine gewisse Länge. Und dann darf ich eben auch diese Maximallänge, diese maximale Zuglänge in Europa nicht überschreiten. Ja, man kann was hinten dranhängen. Kommt das schon mal vor, dass da hinten jetzt auch was dran ist? Ein Boot, eine Kupplung? Ja klar, also wir haben eine Anhängerkupplung, die bis 3,5 Tonnen Anhängerlast hier auch möglich macht. Der Actros könnte natürlich mehr, dann bräuchte man aber eine gebremste, also druckluftgebremsten Anhänger. Mit der Auflaufbremse sind eben 3,5 Tonnen die Grenze und das ist aber bei der möglichen Länge, die hier noch übrig bleibt, auch genau das, was dann eben funktioniert. Ja, das ist jetzt kein kleines Fahrzeug. Was kann ich denn hier einladen? Ist das so die maximale Länge? Ein Tucken mehr geht noch. Wir haben den Mazda MX-5 auch drüben in einem anderen Fahrzeug stehen, der die gleiche Garagengröße hat. Und ja, das ist immer individuell anzupassen. Es gibt so viele Fahrzeuge auf dem Markt, dass man da jetzt pauschal so eine Aussage gar nicht treffen kann. Komm, wir schauen uns das mal an. Denn ihr habt euch für eine sehr elegante Lösung entschieden. Es ist eine Plattformlösung. Man fährt auf die Plattform, ja, kann von außen das Fahrzeug verzurren. Das ist sehr praktikabel. Dinge, die man nicht gerne macht, macht man dann nicht so oft. Einmal ist es natürlich wirklich einfacher und zum anderen ist es so, dass die neuen oder modernen Fahrzeuge über diese elektronischen Parkbremsen verfügen. Auch gerade Elektrofahrzeuge, die jetzt immer mehr kommen, die dann einfach sich gar nicht bewegen lassen. Also die kannst du nicht mehr reinziehen? Die kannst du gar nicht so reinziehen, wie man klassisch früher ein Fahrzeug reingezogen hat, wenn du da auskuppelst und die Handbremse löst. Ne? Weil es die Handbremse eben in der klassischen Form gar nicht mehr gibt und weil es auch kein Getriebe gibt, was man einfach auf N stellen kann. Und da ist natürlich die Plattform das Mittel der Wahl. Wow. Wenn ich heute einen bestelle, wie lange muss ich denn warten? Beim 1200 GSI wirst du sicherlich 15, 18 Monate warten müssen. Gut, geht ja noch. Dafür, dass der ja nach Kundenauftrag gebaut wird. Wir sind ja auch erst am ersten Tag der Messe, ne? Am ersten Tag der Messe. Ihr verkauft, das ist eine Verkaufsmesse hier. Ist das eine Geschichte, wo die Leute eine Kaufentscheidung auf der Messe treffen hier? Ja, definitiv. Es ist ja sicherlich so, dass man die Entscheidung, ob man ein Reisemobil kauft, nicht morgens beim Frühstück getroffen hat, sondern die hat man ja schon sich vorher überlegt. Aber welches Reisemobil man dann kauft, welcher Grundriss zu einem am optimalsten passt, ob man vielleicht den einen oder anderen Hersteller nochmal anschauen möchte und uns auch mit dem Wettbewerb vergleichen möchte, das kann man natürlich hier auf der Messe am allerbesten. Und dafür sind wir da. Und deswegen kann man natürlich auch direkt eine Kaufentscheidung hier treffen, wenn man vorher schon wusste, dass man ein Reisemobil kaufen möchte. Ja. Irgendwo stehen so viele Fahrzeuge direkt nebeneinander, die man dann vergleichen kann, wo man es nicht nur auf einem Prospektbild anschauen kann, sondern wir auch gerne natürlich mit der Solidität des Fahrzeugs hier überzeugen können. Ja, kann mich ja selber überzeugen. Wir fahren ja Concorde und die Verarbeitungsqualität ist wirklich einzigartig. Also ihr habt sogar diesen 4x4-Aufbau, der ist sogar geländegängig. Ihr habt unten einen Puffer gemacht, dass er sich ein bisschen verschränken kann. Also alles ist wirklich sehr gut gemacht, wie das Offroad-Leute machen. Das heißt, wenn ihr das macht, macht ihr das maximal. Das ist Stand der Technik. Richtig. Also wir sind nicht immer die Schnellsten, aber machen wir es richtig. Also auch hier der Schlitten, habt ihr den selbst konstruiert? Den haben wir selbst konstruiert, ja. Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist, sowas zu machen. Ich meine, du bist ja selbst, kommst ja aus dem Bereich, oder? Ich komme aus dem Fahrzeugbereich, ja. Das sieht man also hier. Der wird hier verzurrt an der Seite. Da hast du was Richtiges gesagt, denn viele Elektrofahrzeuge lassen sich nicht mehr bewegen.
Das ist also das große Problem, deswegen braucht man hier einen Schlitten, der drin ist. Ist der in Funktion, kann man das mal sehen oder ist der für den Messebetrieb jetzt fix? Bei dem jetzt nicht, aber wir können es dir an der anderen Plattform später in einem anderen Video vielleicht nochmal zeigen. Sehr schön. Ja, lass uns doch mal drum rumgehen, dass wir ein bisschen was sehen. Länge sind 12 Meter und die Breite sind 2,50 hier? Ja, 2,50 Meter. 2,50 Meter und hier hinten sieht man, eine Anlage ist drin wie aus dem Schiffsbau. Der Hersteller heißt Mastervolt, man sieht es von hier aus. Das heißt also, das ist servitierbar in jedem Yachthafen quasi. Genau, das ist auch so ein bisschen einer der Vorteile, dass wir hier ein System haben, was auf dem Markt bekannt ist. Natürlich nicht im Reisemobil, da sind wir einer der wenigen, die das in ähnlicher Form machen. Natürlich nicht die einzigen, aber ja, eben wenige, die es in der gleichen Ausbaustufe betreiben wie wir. Das System ist extrem skalierbar, ist es sehr, also mit sehr starken Strömen belastbar. Das ist also auch eine Besonderheit bei Mastervolt. Man kann die Systeme, ich hab gesehen, 500 Ampere kann man dort gleichzeitig entnehmen bei 12 Volt. Also du kannst dort 5 kW einfach mal rausziehen aus so einer Batterie. Das lässt natürlich zu, dass man auch Geräte betreiben kann wie zu Hause. Also zum Beispiel auch eine Waschmaschine. Genau, das wollen wir ja eben auch hier darstellen mit so einem Fahrzeug in der Größe. Also wir haben hier Haushaltsgeräte auch an Bord. Das heißt, wir haben einen Backofen, wir haben Induktionsherd, wir haben Haushaltskühlschrank und Gefrierschrank, die Möglichkeit einer optionalen Waschmaschine. Und wir wollen natürlich den Komfort bieten, dass der Kunde sich nicht überlegen muss, was schalte ich denn jetzt ein, in welcher Reihenfolge mache ich das, wer wäscht wann was und wer kocht sich wann ein Ei. Das geht hier alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig, ja. Das sind zwei Markisen, müssen hier schon her, denn so eine lange Markise gibt es, glaube ich, nicht. So eine lange Markise gibt es nicht und es gibt hier die Option natürlich auch, wenn jemand eine einzelne Markise möchte, dass man das auch mit einer 6 Meter Markise macht. Wow, eine ganz cleane Optik. Ja. Das heißt also Klappen, das können wir uns ja vielleicht mal... Busklappen. Rundumkamera sehe ich, 360 Grad. Die Fenster sind Echtglas. Fenster sind Echtglas und die Beplankung an der Seite ist auch Echtglas. Das heißt also Sträucher oder irgendwas, was in die Quere kommt? Es ist krass unempfindlicher als ein Lack oder Alu-Dibond oder ähnliche Stoffe, genau. Oft ist die Höhe ja gerade im Süden ein Problem. Das ist richtig, ja. Das, oh, ist das Einzige, wo ich sagen würde, weil wir eben über kann man das fahren, wo kann man das parken gesprochen haben. Die Höhe ist da eher das Problem als die Wendigkeit oder die Länge der Stellplätze. Ja, Concorde. Das Ganze kommt aus Bayern, aus Franken. Ihr macht das wirklich in Handarbeit. Es ist kein Fließband dahinter. Die Leute haben Stationen, wo die Fahrzeuge stehen. Klar gibt es natürlich auch Zeiten, wo was gemacht werden muss. Aber es erinnert doch sehr, sehr stark an Manufakturqualität. Also wo die Leute nicht eine Taktzeit haben von 3 Stunden, dann muss es gemacht werden. Ja, also gerade bei den Centurion haben wir die Besonderheit, dass wir eben den Innenausbau in einem extra Band machen, wo die Fahrzeuge ohne einen gebundenen Takt stehen, weil der eben von der Ausstattungstiefe so ist, dass man da sehr, sehr stark auf die individuellen Wünsche des Kunden eingehen muss. Bei den anderen Fahrzeugen, bei den kleineren Fahrzeugen haben wir dann teilweise auch schon einen Bandtakt. So, hier vorne sieht man so eine Klappe. Darf ich die mal sehen? Ist die? Verständlich, ich mache gerade auf. Darunter. Die ist natürlich jetzt zu. Einmal aktivieren, kein Problem. Das ist eine Besonderheit. Du kannst die Klappen aktivieren, deaktivieren. Das geht über ein System. Das können wir uns gleich mal innen anschauen. Dass du zum Beispiel die auf der anderen Seite ausmachen kannst. Die siehst du ja nicht. So, und da, guck mal, da kannst du dich einmal reinlegen. Groß, ja. Das ist natürlich von der Höhe so, dass man Sachen mitnehmen kann, die einem Spaß machen. Da könnte man ein Surfbrett reinmachen oder ist das ein bisschen eng? Nee, sicher kann man auch ein Surfbrett da reinmachen. Wir versuchen die Fahrzeuge so zu konzipieren, dass wir uns natürlich überlegen, mit was ist man hauptsächlich auf Reise. Das heißt, es muss ein Tisch mit, es müssen 4 Stühle mit, es muss einiges an Spielzeug mit, es müssen noch Getränke dabei sein. Und das ist alles so gestaltet, dass es ins Fahrzeug reinpasst. Außerdem hat man ja hinten noch eine Riesengarage. Wenn man so ein Auto nicht mitnimmt, dann könnte man damit ja auch ganz bequem einen Umzug machen, oder? Die Plattform ist bis 1800 Kilo belastbar und ist auch in der Lage, weil sie in der Mitte kein Loch hat, dass man dort auch eben weitere, ja, zum Beispiel auch Paletten befestigen könnte. Wenn man, ja, man könnte aber auch zum Beispiel 2 Motorräder reinziehen, man könnte ganz viele E-Bikes. Richtig, die Möglichkeit gibt es. Auch für die Radmulden ist es eben so, dass wir dort eine Möglichkeit zum Verschließen vorgesehen haben, sodass man dort also alles Mögliche mitnehmen kann, was man sich vorstellt. Wir wollen halt mit dem Fahrzeug keine Grenzen aufzeigen, sondern eher Grenzen sprengen. Absolut, ja. Die Grenzen sind ja 12 Meter. Das Fahrzeug würde auch in Amerika gut ankommen. Da ist natürlich, das kommt gerade daher. Und da siehst du natürlich solche Fahrzeuge ganz oft. Hier haben wir ja die Führerscheinproblematik, muss ein C machen. Viele haben da Angst vor. Du sagst aber, ist gar nicht so schlimm, wenn man das wirklich möchte.
Nein, wenn man es möchte und wenn man das ins Verhältnis setzt, was der Aufwand für diesen Führerschein bedeutet, dann ist es, glaube ich, gut investiert, dass man vor allem da auch mal lernt, mit so einem Fahrzeug so umzugehen, dass man eben nicht vermessen, zu schnell, zu eng, zu weiß der Geier unterwegs ist. Hast schon gesehen, da steht eine 1 vorne, Can. Rechts unten. Ach, ja. So, das ist aber schön voll. Das ist wahrscheinlich. Ist das bereits verkauft? Das Fahrzeug ist verkauft, ja. Centurion 1200 GSI. Steht für GSI? Das ist ein integriertes Fahrzeug. Ja, GS, Länge, Breite, Höhe 12 Meter mal 2,50 Meter mal 3,98 Meter. Also ihr habt es ausgereizt. Wir haben es maximal ausgereizt. Und also G steht für Garage, S für Slideout und I für integriert. So, hier sieht man es. Hier ist der Actros. Die Nomenklatur dann nochmal erklärt. Und 1200 eben für die Fahrzeuglänge. Also hat Zubehör in Höhe von 150.000 Euro drin. Dafür gibt es bei euch zwar noch kein Reisemobil, aber fast. Also es geht bei euch, glaube ich, los Grundpreis um die 200.000. Um die 200.000 Euro startet der Credo. Das ist der Aufstieg in die Concorde-Klasse, so wie wir das nennen. Fahrzeuge sind von der Qualität alle gleich. Das heißt, ihr baut nicht in anderen Werken günstigere Fahrzeuge. Hier habe ich natürlich eine extra Linie nochmal, wo gefertigt wird. Aber ein Concorde ist ein Concorde. Ein Concorde ist ein Concorde. Wir bauen die mit dem gleichen Personal, mit dem gleichen Material. Und alle Fahrzeuge sind von der gleichen Güte, unterscheiden sich nur in dem Fall durch die Ausstattungstiefe und sicherlich hier bei einem 1200er auch durch das verwendete Material an einigen Stellen. Das heißt, wir haben hier einen Amtico-Schiffsboden drin, wir haben nochmal vielleicht ein anderes Leder. Can, geh mal vor. Und das war das, was du eben gesagt hast. Jetzt ist der Moment ja schon weg. Schon weg. Aber ist so ein bisschen. Alles gesehen. Das ist so ein bisschen Fahren praktisch wie im Europapark. Die Achterbahn fährst du immer nur einmal. Aber ich glaube. Trotzdem, manche Achterbahnen fährt man noch zweimal. Can, man darf dir ja nichts in die Hand geben. Was hast du denn gefunden? Hier sind so ein paar Knöpfe versteckt. Aber wirklich unscheinbar. Was kann man damit machen? Kinderleicht kann man den Sitz verwandeln. Den habt ihr selbst konstruiert? Den haben wir selbst konstruiert, richtig. Gibt es so nicht auf dem Markt zu kaufen. Bequem. Ah, dann geht's noch zurück. Dann geht's auch noch zurück in der Liegeposition. Ja, und ich bleib jetzt hier. Die Can bleibt mal da. Bleib ruhig mal da. Markus, wenn du mal ganz kurz reingehst, bitte, sei so lieb. Wo soll ich denn reingehen? Da rein in den Spart. Dann mache ich mal kurz eine Aufnahme hier, wie groß der Raum ist. Denn die Besonderheit haben wir noch gar nicht erzählt. Der Slide-Out erweitert den Raum um 50 cm. Und das war dieser Wow-Effekt, den die Can hatte, den wir einfach bei uns im Auto nicht haben. Das ist ja eh schon 10 cm schmäler. Plus nochmal die 50 macht 60 Zentimeter. Ich hätte nicht gedacht, das ist immer wieder ein Erlebnis. Ne? Das ist eine Welt im Reisemobil, ja. Was ist das für ein Aufwand, so ein Slide-Out zu bauen? Das ist nicht trivial. Also das kann man trivial machen, wir machen es nicht trivial. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu den von dir angesprochenen Fahrzeugen aus dem nordamerikanischen Raum. Dort gibt es auch einige wenige, die das in dem gleichen Aufwand betreiben. Aber da wir hier auch im kälteren Gefilden unterwegs sind, ist der Slide-Out bei uns also sehr dicht eingepackt, optisch nicht auf Zahnschienen laufend, sondern man sieht im Grunde genommen ja von außen nicht, wo er drauf läuft. Und er wird mit einer Dichtschnur, einer aufblasbaren Dichtung abgedichtet, sodass er auch winddicht ist, auch im Winter natürlich ganz wichtig. Und damit man ihn im Winter, wenn es dann gefroren hat, auch wieder reinfahren kann, ist die Slide-Out-Fläche außen auch beheizbar. Ich habe das gesehen in Amerika, oft sind da oben drauf Markisen, die das Ganze schützen. Braucht man das hier wegen Blättern und so oder geht das so? Die brauchen das aus den eben genannten Gründen. Wir brauchen es nicht. Braucht es nicht. Das heißt, da ist wahrscheinlich so eine Art Scheibenwischergummi drauf. Der schiebt das dann runter. Gummi drin, der das dann runterschwiegt. Genau. Ist da was zu warten? Muss man irgendwas fetten oder irgendeine? Ja, das Fahrzeug sollte schon regelmäßig in den Service. Damit Service einmal im Jahr so bei euch vormachen? Genau. Ja. Das heißt, das macht ihr dann? Das heißt, ihr kümmert euch um. Gut, ich verstehe. So, da sieht man das. Weil man es halt überhaupt gar nicht sieht. Welcher Teil wird eingefahren? Es wird der komplette Teil hier eingefahren von diesem Polster, was du dort... Schau mal hier unten. Das heißt, da ist so eine Fläche, siehst du die? Ja, ah, ja, stimmt. Da läuft es rauf. Und hier vorne, also bis zur kompletten Küche. Ah, genau, da sieht man es. Genau. Ja. Ah, ja. Also bis da vorne hin fährt es ein? Wow. Genau, bis hier ran. Ist irgendwas zu demontieren, wenn ich da... Das Brettchen raus. Okay. Wenn du mal so lieb bist, das mal für mich rausnimmst, einmal nur. Weil man kann sich jetzt noch gar nicht vorstellen, das ist die Breite, wie es einfährt. Das ist alles, was ich machen muss. Das ist alles, was. Ja, und einen Knopf drücken. Ne? Einen Knopf drücken. Aber ich muss keine Polster zurückbauen. Keine Polster zurückbauen und gar nichts. Nein. Kann ich das komplett benutzen, auch im eingefahrenen Zustand? Kannst du im eingefahrenen Zustand auch benutzen. Ist auch eben eine, ich will nicht sagen Besonderheit, sondern eine
Idee dieses Grundrisses, dass wir ihn so gestaltet haben, dass er, wenn du ihn jetzt nicht unbedingt ausfährst, trotzdem noch nutzbar ist. Mhm. Es gibt Fahrzeuge auf dem Markt, die noch voluminöser sind im ausgefahrenen Zustand, die aber dann diesen Campingcharakter im Grunde genommen vermissen lassen, weil er im eingefahrenen Zustand nur noch so eine Art U-Boot-Schacht hat, wo man dann hier drin sich bewegen kann. Ja, mach nochmal rein, bitte. Die Besonderheit hier ist ja das System, dass der Zugang dieses Fahrzeuges hier in der Mitte ist. Es gibt ja andere Hersteller, die den Fahrzeugzugang vorne haben. Es gibt verschiedene Systeme, also in der Klasse, die gebaut sind, aber das schafft dem Fahrzeug natürlich sehr viel Sicherheit. Du hast hier eine Tür, die über Kotschloss zu öffnen ist. Es gibt kein sichtbares Schloss außen, oder? Es gibt kein sichtbares Schloss. Also wir bieten das ja auch an, dass wir im Grunde genommen diese teilintegrierte Actros-Front noch mit übernehmen. Hier in dem Fahrzeug haben wir jetzt den Vorteil, dass wir eben diesen kompletten Raum hier auch als integrierten umbauen und das bei 12 Meter Länge und damit auch natürlich einen wesentlich größeren Innenraum haben als in einem Vergleichsfahrzeug. Ja, das Fahrzeug hat ein Hubbett, auf Wunsch auch ohne. Auf Wunsch auch ohne, natürlich. Aber jetzt schon sagen, in der Fahrzeugklasse ein Hubbett macht Sinn. Weil es ja schon mal, man kann ja mehr Leute mitnehmen. Man kann mehr Leute mitnehmen, da es aber genug Leute gibt, die das nicht möchten, gibt es auch also eigentlich eine 50-50 Entscheidung für oder gegen Hubbett. Also hier oben ist ein Bett drin. Ja, das Ganze steht auf einem Actros. Das ist mittlerweile ja fahren im Fernschwerlastverkehr wie im Reisebus. Ist das vergleichbar mit einem Mittelmotor, auch von den Geräuschen her? Also wir dämmen das Fahrzeug ja nochmal ganz explizit an den neuralgischen Punkten. Und da ist es wirklich im Innenraum sehr leise. Man hört den Motor fast gar nicht. Fast gar nicht? Fast gar nicht. Wow, da habt ihr viel Aufwand betrieben. Genau, das ist so eine Besonderheit bei uns, dass wir den Chassisbau ja auch selber machen. Und da können wir eben an den Stellen komplett selber eingreifen. Das Fahrzeug ist jetzt bitte, Can, verstehe mich nicht falsch, aber mit 1 Million Euro und dem Aufwand relativ günstig. Also es gibt ja, ich sag mal, auch Wettbewerber, die mit Pkw-Garage, 3 Achsen, allen drum und dran, in einem ähnlichen Aufwand sind wir bei 1,8, 2 Millionen habe ich schon gesehen. Wie viele Arbeitsstunden fließen denn ungefähr in so einen Bau rein? Das verrate ich dir nicht, aber es sind einige. Okay, ist es vierstellig? Ist vierstellig, ja. Ist vierstellig. Ist vierstellig und vorne ist keine 1 bei so einem Fahrzeug. Vierstellig und vorne ist keine 1. Und überleg mal, der wird ja in Deutschland gebaut. Das ist also schon Wahnsinn. Dann ist allein schon das Chassis, das Fahrgestell, der Umbau, das alles drum und dran. Werdet ihr gut beliefert von Mercedes? Bekommt ihr genug Fahrgestelle? Ich hätte, wenn du es jetzt gerade ansprichst, dieses Fahrzeug gerne letztes Jahr schon präsentiert. Und auf Basis des Fahrgestellmangels war das nicht möglich. Wir haben also diesen 5,50 Meter Radstand mit 3 Achsen so nicht bekommen. Und das ist, ja. Wir werden von Mercedes nicht so beliefert, wie wir es gerade uns gewünscht hätten, gerade im letzten Jahr. Ich hoffe, die Situation verbessert sich jetzt wieder, dass wir da auch wieder verlässlicher in unseren Lieferaussagen werden. Denn das ist ja das, was manchmal der Kunde nicht versteht. Wo ich gerade die Kamera... Ja. Ja, wir auch natürlich... Das ist die... Ja, bitte? Das ist die Serviceklappe hier, oder? Das ist die Serviceklappe, ganz genau. Das sieht man hier. Die Sitze... Habt ihr die selbst beledert? Ist das eine Geschichte, die ihr da macht? Also saugen die auch ab, die Sitze? Die sind Klimasitze. Die haben also eine Heiz- und Lüftungsfunktion. Das ist total klasse, wenn es nämlich doch warm ist und man hat ein nasses T-Shirt mal an, kommt von draußen, da wird die Luft abgesaugt, kennt man ja. Und hier, ihr habt das genau mit dem gleichen Leder, im gleichen Design, Rautendesign. Die Barsitzgruppe, wir haben ja schon ein Fahrzeug gestern gesehen mit Barsitzgruppe. Das ist natürlich ein ganz... ist das viel Platz hier. Das ist ja krass. Oder, John? Achso, jetzt geht der Sitz nochmal. Das ist der Fernseher. Ein 40 Zoll. Oder ist der größer? Nee, ist 40 Zoll. 40 Zoll. Ja, mehr braucht man hier auch nicht. Und obendrauf... Das ist ein richtiges Wohnzimmergefühl. Man hat nicht das Gefühl, dass man eigentlich in einem Fahrzeug ist. Das ist mehr wie ein richtiges Zuhause. Ja, du hast ja bei den Vollintegrierten auch immer noch das Lenkrad, was du sehen kannst. Aber ich gebe der Can recht, das hier sieht eher aus wie ein Panoramafenster ins Glück. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den Fahrzeugen, die ich zurzeit fahre. Ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern, bis ich mir vielleicht sowas... Selber ausgewählt. Selber ausgewählt. Nee, ich finde es total klasse. Ich bin ganz happy mit dem, was ich habe. Aber hier... Gut, mehr Reisemobil, mehr Länge heißt natürlich nicht immer mehr Freiheit. Also das ist schon, man kommt mit dem kurzen, ihr bietet ja auch sehr kurze Reisemobile an. Damit kommt man natürlich an andere Orte, wie hier mit einem 12-Meter-Auto. Genau, ab 7,50 Meter beginnt bei uns der Spaß. Und na klar, gibt es für unterschiedliche Reiseziele und auch unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Fahrzeuge.
Das ist ein Haushaltsgerät. Du hast eben drüber gesprochen. Ja, wir haben hier in dem Fahrzeug einen ganz handelsüblichen Haushaltskühlschrank verbaut. Mit einem entsprechenden großzügigen Gefrierfach, weil wir ja hier auch tatsächlich drin leben können oder auch einiges mitnehmen können. Mhm. Und dann haben wir noch zusätzlich ein Induktionskochfeld und einen Backofen mit Mikrowellenfunktion. Es gibt noch Gas hier nimmer am Fahrzeug? Nein. Kein Gas in dem Fahrzeug. Gas, also Gas für die Heizung noch, aber kein Gas hier bei Geräten. Was ist für eine Heizung verbaut hier? Das ist eine alte Heizung, die verbaut ist, die unterstützt wird mit einer Webasto Dieselheizung, die okay. auch auf den Aldekreis geht. Gibt es aber optional auch mit einer Dieselheizung. Also ich könnte auch nur mit der Dieselheizung heizen? Du kannst bei dem System auch nur mit der Dieselheizung heizen. Bei der Größe des Fahrzeugs ist es natürlich so, die hat 5 kW. Es ist schon so, dass die dann in ihre Grenzen stoßen würde, wenn du jetzt bei minus 20 Grad unterwegs gibst. Gibt das Fahrzeug aber auch mit einer Scherheizung als reine Dieselheizung. Also wahlweise, wenn man das möchte. Blaubrenner, dann hat man es wie zu Hause. Genau. Okay. Hätte ich jetzt hier eigentlich noch die Möglichkeit, einen Geschirrspüler zu verbauen? Geschirrspüler oder? Geht auch. Wir können hier, ist ja sogar verbaut, einen Geschirrspüler verbauen. Super. Das ist ein ganz toller, den kennst du noch, den hatte ich auch mal. Der Besondere ist, die Besonderheit ist, den kann man während der Fahrt auch betreiben. Genau. Das ist ein Geschirrspüler aus dem Yachtbereich, der eben über so eine geschlossene Wanne verfügt und der auch dann beim Bremsen, beim Beschleunigen, bei Schräglage, wenn man mal irgendwo rauffährt, nicht schwappt und auch nicht ausläuft. Ist da drüber ein Kleiderschrank? Darüber sind Apothekerauszüge. Boah. Für die Küchenutensilien. Ja, ich find die Holzfarbe spannend für mich als Filmer. Denn schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Aber es kommt raus, wenn du mal gerade mit der Hand reinfährst, Jan. Oder du? Ja, genau, geht auch. Aber auch eine Hand. Die ist sehr tief. Also da kann man schon sehr viel unterbringen. Das ist die Schubladen hier, bitte mal öffnen. Kurz mal schauen. Ist das, der Kunde kann aber schon sagen, ich möchte jetzt grau haben. In dem Bereich? Oder ist schwarz jetzt Gesetz? Nee, hier haben wir schwarz vorgesehen mit der Holzfarbe in der Lastzähler. Okay, verstehe. Aber das kann der Kunde wählen? Kann er sagen, ich hätte gerne eine andere Holzfarbe? Geht das? Bei dem Grund wählen das so, wie es jetzt hier ist. Wie es hier ist. Aber wenn es jetzt daran scheitern sollte, dann würden wir auch die Holzfarbe sicherlich, also nicht die Holzfarbe, sondern die Farbe an diesen Teilen ändern können. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Ja, die Besonderheit bei euch ist ja das Bett quer, dazu kommen wir gleich, haben wir sogar in kleineren Fahrzeugen drin, das hat riesen Vorteile. Darunter ist ja ein Auto, trotzdem habe ich noch richtig viel Höhe drin. Was ich immer wieder toll finde, Jan, wenn du mal gerade so lieb bist und dich mal so halb aufs Bett mal drauf sitzt, sodass du uns sehen kannst und wir gehen mal ganz zurück, dann können wir mal schauen, wie viel Sichtfeld man in dem Auto hat und das schafft natürlich diesen Raum hier, der schier gar nicht mehr aufhören will. Also es ist hier, heißt, wenn ich hier in dem Fahrzeug lebe, bin hier drin und es ist mal schlechtes Wetter, dann habe ich jetzt nicht so das Problem, dass ich hier in dem Raum irgendwie nichts machen kann. Ich habe sehr viel Platz. Genau. Wink mal. Da hinten, ganz da hinten ist die Jan, dass wir das sehen. Das Fahrzeug ist groß genug, sodass man sich auch hier mal aus dem Weg gehen kann. Oder dass auch mal zwei unterschiedliche Geschichten hier laufen können. Genau, da gibt es den kleinen Hebel, genau, den einmal umlegen, komplett nach unten. Tschüss. Sag mal, woher kommt das, dass die innen immer dreimal so lang wirken wie außen? Ist das so eine optische Täuschung, oder? Bestimmt ist das eine optische Täuschung, denn er ist ja tatsächlich innen genauso lang wie außen. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ich guck mal. Kann ja nur eine optische Täuschung sein. Das ist die Sitzgruppe. Also, das haben wir jetzt hinter uns. Die Küche ist... Ist die groß genug für dich? Aber wenn du hier drin wohnst, du machst es jeden Tag? Also ich würde auch hier drin wohnen, glaube ich. Ja. Ja? Ja, das wäre für mich definitiv schon groß genug. Boah, ist das schön. Ja, es gibt ja Leute, die wirklich hier das ganze Jahr drüber sind, oder? Auch die gibt es, na klar. Stark. Darfst du mal gerade hier unten bitte mal öffnen, den Schrank? Sei so lieb. Kurz mal reinschauen. Das ist schon edel, der Schwarz. Mit dem Weiß. So, und das hier ist wahrscheinlich so ein... Ein Kunststein, der oben drauf ist? Genau, das ist ein Kunstmaterial. Also Mineralwerkstoff nennt sich das. Ist hitzebeständig und glaube ich, gut, ich würde mich jetzt nicht trauen, hier drauf zu schneiden. Ne, drauf schneiden geht nicht. Er ist also nicht so hart, wie man jetzt denken würde. Also nicht so hart wie ein Naturstein. Dafür kann man ihn aber natürlich ineinander verschleifen und auch im Zweifelsfall reparieren. So. Hier unten ist noch ein Schränkchen. Mach das mal bitte auf. Überall Stauraum.
Ja, und hier kommt ein echtes Highlight, ist das Badezimmer. Geh ruhig mal vor. Ich bin noch gar nicht fertig mit der Küche. Bist du noch nicht fertig? Warte mal. Was hast du noch gesehen? Das ist eine Abzugshaube, Hand, genau. Ist ja auch nicht immer üblich. Und tatsächlich das, wenn ich mit Leuten rede, ist das meist gefragt, ist das eigentlich eine Abzugshaube? Der Grund, warum keiner kochen möchte. Im Wohnmobil? Ja. Ja, viele sagen ja, man kann das Fenster aufmachen, das ist hier nicht so. Die geht wahrscheinlich nach draußen, ne? Ja, klar. Also die geht nach draußen natürlich. Mhm. Wir haben sonst immer bei den Fahrzeugen Küchenlüfter verbaut, der auch die Dünste ganz gut abzieht. Ja. Hier beim Centurion haben wir es so, dass wir nur eine Dachluke haben im Bereich des Bades, damit eben die Duschdämpfe abziehen können und der Rest ist geschlossen, sodass man hier auch maximale PV-Leistung natürlich montieren kann. Sag mal, die Kaffeemaschine, wo finde ich die? Hat die ein Versteck? Oder habe ich dich erwischt? Die würde hier stehen. Die würde man hier hinstellen, genau. Okay. Ja, man hat ja so viel Platz. Das ist übrigens auch so, dass wir die Kaffeemaschine bei uns im Concorde, die steht einfach so. Das macht ja nichts. Also das war ganz interessant. Haben wir hingestellt und ging. Und hier, ja, geh ruhig mal vor. Die Besonderheit bei dem Badezimmer sind viele runde Formen. Also ich habe, wenn ich eins gelernt habe, rund ist immer teuer. Es ist etwas aufwendiger, aber das macht unser Interieurdesign natürlich auch aus. Und das bringt uns vielleicht auch eben zu dem von dir angesprochenen Aspekt, dass es größer wirkt, als es vielleicht ist. Oder dass es von außen nicht so groß aussieht, wie es dann von innen am Ende wirkt. Also auch hier im Bad ist die linke Seite, die hat auch einen Winkel jetzt schon wieder drin. Dass du das Licht, hat viel Licht drin. Ja. Ist das eine Lederdecke hier? Das ist ein Kunstleder, genau. Ist komplett bespannt als Baldachin. Komplett? Komplett im ganzen Auto? Bis hinten im ganzen Auto. Also im Bereich des Hecks haben wir zum besseren Auftritt die paar Zentimeter da rausgenommen. Darüber ist Mikrofaser. Aber um halt eben diese clean Optik zu ermöglichen, haben wir hier komplett eine Decke eingezogen. Wer kam denn auf die Idee, den Spiegel auszuschneiden? Das ist ja sensationell. Das sieht halt einfach gut aus, ne? Das ist gut gemacht. Ich finde es gut. So, eine Tecma-Toilette. Bin ich ja großer Freund jetzt von. Nachdem ich... Ja, ich habe jetzt beide probiert. Die ist praktisch das Geschäft machen wie zu Hause. Ist eine super Toilette, ja. Da ist noch ein kleiner Kohlefilter drin, den habe ich jetzt auch drin. Das ist auch ganz Sinn. Der zerstört die Düfte, die du erzeugst. Und dann hier natürlich eine Festtanktoilette, das heißt ein Fäkaltank drunter. Wie habt ihr den ungefähr dimensioniert? Wir haben 300 Liter Schwarzwassertank, 370 Liter Frischwasser, Grauwasser und 470 Liter Frischwasser. Okay, man hat ja genug Zuladung. So, bitte mal öffnen, sei so lieb. Ja. Gucken, ob das intuitiv geht. Ich habe ja einen Kritikpunkt, habe ich. Darf ich den mal loswerden bei meiner Duschtür? Selbstverständlich. Ihr habt einen Drehgriff dran und wenn du nasse Hände hast, dann kannst du den nicht öffnen. Dann musst du ja vorher die Hände auftrocknen. Ach, beim Einserbad. Beim Einserbad. Ja. Ja. Das ist das allererste Mal, dass ich was gefunden habe, was mir nicht gut gefallen hat. Und das war der Drehgriff. Du machst die Hände wieder trocken, dann geht's wieder. Ja, dann schau mal im neuen Credo. Da haben wir nämlich jetzt wieder eine normale Drückergarnitur. Ja, ich nehme die gerne gegen. Aber es ist schon, ihr macht euch so viel Gedanken. Also ihr probiert die Fahrzeuge selber aus. Wir fahren ja unsere Fahrzeuge auch selber. Und das bringt uns dann immer dahin, dass wir das ein oder andere Mal auch feststellen, dass vielleicht eine gut gemeinte Idee, die optisch sich vielleicht harmonischer in die Form einfügt, wie zum Beispiel dieser runde Knauf, dann wieder durch eine Drückergarnitur ausgetauscht wird. Dann bleibt doch nicht hängen an einem runden Knauf. Das hat auch einen Vorteil, weil der Raum ist ja doch ein bisschen enger. Dann gehe ich mal auf die andere Seite und das ist eine Echtglasdusche hier drin. Dann musst du einfach den kleinen Hebel hier links hochziehen. Das hier? Ja, hochdrücken. Hochdrücken. Dann ist oben hier eine Sperre. Die geht dann auf. Ja, wir filmen ja viele Yachten auf der Boden Düsseldorf. 40 Stück haben wir gefilmt. In Halle 6 waren wir, der Premiumhalle. Und da geht ihr wahrscheinlich auch mal hin und guckt euch ein paar Sachen mal an, oder? Da gucken wir auch mal das ein oder andere an. Und da finden wir auch den ein oder anderen Zulieferer wieder. Wie eben bei Masterworld, wo du schon gesagt hast, dass man im Yachtbereich findet. So haben wir das bei der ein oder anderen Komponente, wie eben auch bei der Toilette. Gut, jetzt ist wahrscheinlich hier die Wärmedämmung hier auch in dem Auto so stark, dass die 30-30 allein schon wahrscheinlich, wenn es nicht gerade minus 20 Grad sind, klarkommt, oder? Ja, die 30-30 funktioniert super. Gastank dran? Gastank, ja. Ein großer Kleiderschrank, dann geht's weiter. Aus welchem Material ist denn hier diese Treppe? Ist das auch dieser Mineralwerkstoff? Das ist auch Mineralwerkstoff, genau.
So, und dann, ich habe mir den Teppichsatz von euch gekauft, das kann ich nur empfehlen, bitte kauft den mit. Hier bei dem Fahrzeug ist es natürlich eine Empfehlung, die obsolet ist, weil der Kunde nimmt das, was er gerne möchte, aber ich liebe eure Teppiche, weil die macht man anschließend nicht mehr selber. Ist hinten in Serie beim Centurion 1200 und wir haben da hier den Hochflorteppich drin, der eben auch nahtlos reingepasst wird und in jedes Fahrzeug auch individuell reingeschnitten wird. Ist also keine Stangenware, sondern... Das ist dieses Bett, was quer ist. Der Sinn bitte. Der Sinn ist, dass du etwas mehr Länge generierst, weil du ja diagonal drin liegst, wenn du auf den Bereich des Fernsehers schaust. Das musst du gleich mal probieren. Und durch die gerundeten Formen, die hier überall im Fahrzeug vorhanden sind und die Türe, die auch entsprechend gerundet ist, ich mache einfach mal zu. Du schaust dir das mal an, hast du das Gefühl, wenn du jetzt im Bett liegst, dass du gerade im Raum liegst und dadurch eben mehr Länge hast, weil du ja diagonal liegst. Nochmal, die Tür ist rund. Die Tür ist rund. Tür ist rund? Tür ist rund. Sehr cool. Die ganzen Ecken sind rund, dadurch verlierst du, wenn die Tür zu ist, den Bezug zur Fahrzeuglänge und hast im Grunde genommen dadurch, dass du den Raum ja quer ausnutzt, einfach mehr Länge zum Fernseher. Das ist krass, das habe ich gesehen in dem Kleinen, den wir gefilmt hatten. Der kam ja letztes Jahr neu raus. Der hat auch das Bett quer drin und der Raum, den du gewinnst, ist so krass. Und das ist echt gut gemacht. Ich finde das Bad auch, wenn du reinkommst, links mit der Schräge, das erweitert den Raum massiv. Was ist denn da dahinter? Da ist Stauraum dann, hinter dem Spiegel im Bad. Ja, ich glaube. Was ist hier hinter? Auch ein Kleiderschrank? Da ist ein Kleiderschrank. Nochmal. Habe ich dir zu viel versprochen? Ich habe gesagt, wir werden mal das größte und schönste Fahrzeug zeigen von Concorde. Ein Dreiachser. Definitiv nicht. Guck mal, alles beledert hier. Der Himmel ist wahrscheinlich auch ein bisschen in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen. Man schwitzt ja ein bisschen nachts und kann das auch wieder abgeben. Was du merkst, ist auch, dass, ich meine, das ist ja jetzt leer, das Fahrzeug. Du hast keinen Hall hier drin. Das stimmt, ja. Der Raumklang ist... Und sonst ist noch mehr Stauraum. So, Stauraum, Soundsystem mit eingebaut. Eine Satellitenanlage wahrscheinlich mit drin. Smart-System. Router ist wahrscheinlich drin. Ja. Alles. Vorhanden. Kannst hinten nochmal hinterm Bett sind nochmal Schränke. Sei mal so lieb, wenn du mal kurz drumherum gehst. Ich kann es leider nicht öffnen. Ja, morgen ist Jan unterwegs mit Simone. Und ihr werdet viele Fahrzeuge sehen. Ja, einfach da unten die gleichen Knöpfe. Ah, Moment. Unten in der Leiste. Die gleichen Knöpfe, die du sie schon die ganze Zeit bedienst. Ist in der Mitte, oder? Ach so. Ah, okay. Okay, da sind sie. So. Das ist nochmal ein Schrank zum Reinlegen und dann haben wir nochmal zwei Kleiderschränke. Mach den in der Mitte nochmal auf, die sehr tief nach innen reingehen. Wow. Und dann hier, wenn du die Stange oben mal bewegst, kannst du nämlich noch weiter rausziehen. Integration der Klimaanlage. Habt ihr zwei Klimaanlagen hier eingebaut? Bei der Fahrzeuglänge sind zwei Klimaanlagen sinnvoll. Ihr habt die Heizung hier unten integriert. Alles ist nahezu unsichtbar. Das ist schon eine andere Klasse. Also man merkt natürlich, ob ich jetzt 250.000 investiere oder 1 Million. Das ist schon, sag mal, wenn so ein Fahrzeug rausgeht, die Leute, die das gebaut haben, das ist ja wahrscheinlich ein eigenes Team, die hier, die, ich nenne es mal fast Individualmanufaktur machen. Was ist das für ein Feeling, wenn der so das Haus verlässt und er ist fertig, er steht dann draußen? Der ist schon jedes Mal so wie wenn das Baby das Haus verlässt. Ne? Also die stehen ja eine gewisse Zeit dort und werden von einem Team individuell aufgebaut. Und wenn er dann rausgeht und sich das erste Mal bewegt, seine Probefahrt bekommt, eingestellt wird, das erste Mal betankt wird, das erste Mal die Inbetriebnahme bekommt, dass alles lebt, das ist schon ein schönes Gefühl. Ja, der Eigner selber, der kommt dann vorbei, der bleibt meistens auch mal 1-2 Tage da, nehme ich an, oder? Steht mal? Eine Einweisung auf jeden Fall. Also wenn es ein Kunde ist, der in diese Klasse aufsteigt, dann braucht er schon nochmal eine Einweisung, weil er sich auch von unseren anderen Fahrzeugen nochmal unterscheidet. Mhm. Und es gibt aber auch Kunden, die den zweiten oder dritten Centurion fahren. Mhm. Und die brauchen natürlich nicht so lange, weil sie mit der Bedienung schon grundsätzlich... Darf ich mal was fragen? Gibt es eine Dachkamera? Könnt ihr sowas einbauen? Wir können sowas einbauen. Das gibt es auch.
im Individualwunsch realisieren wir das auch. Dass ich vielleicht mal einen Ast sehe, wo ich oben gegenfahren könnte, weil der hat ja eine 360-Grad-Kamera, ich sehe das Auto von oben und ich habe mir immer überlegt, wie kann ich die Äste sehen, aber das könnt ihr anbieten. Das können wir anbieten, das machen wir auch. Ich persönlich würde lieber den auch vorgeschriebenen Posten rausschicken zum Gucken. Der guckt. Denn okay. Du kannst mit so vielen Monitoren irgendwann, siehst du das doch nicht. Ja, guter Tipp. Und? Fazit, Schulnote? Eins. Ja. Muss man nicht lange überlegen, genau. Ja, man sieht ja allein, da ist jetzt eine Umsatzsteuer drin, allein von 190.000 Euro, muss man auch bedenken. Dann sind die Materialien viel teurer geworden, die letzten, ich meine, wir filmen ja schon ein paar Jahre. Die Preise haben sich entwickelt, aber auch die Zulieferer, alles ist teurer geworden, die Lohnkosten, alles. Es ist im Grunde genommen alles teurer geworden. Wir merken das ja auch, wenn wir allein nur einkaufen gehen und mal einen Einkaufswagen füllen. Und das Gleiche haben wir natürlich beim Holz, beim Leder, beim Mitarbeiter natürlich auch, der auch eine Preissteigerung auch verdient hatte, weil er natürlich auch die gleichen Preissteigerungen mitmacht. Ne? Energie ist viel teurer geworden. So. Also die Tür bitte noch einmal zeigen, dass wir sie einmal gesehen haben von nahen. Sie wird hier, sie ist rund, sie ist tatsächlich rund. Das ist ja unglaublich. Bitte noch mal öffnen. Wir müssen raus. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Du bist jetzt seit 2 Jahren im Amt, oder? Seit 2 Jahren im Amt, ja. Die Fertigungsgüte gefällt dir? Ja, auf jeden Fall. Ich habe da ein sehr tolles Unternehmen von meinem Vorgänger übernommen. Auch Spaltmaße. Ich gucke schon die ganze Zeit, ob ich irgendwas finde, was mir nicht gefällt. Auch hier Schränke. Ich sehe ja ganz oft gut, das kann man einstellen alles. Aber die Messe beginnt ja erst morgen. Wird heute noch durchgearbeitet? Nee, wir sind fertig. Fertig. Ja, ich würde ihn nehmen. Fehlen mir nur noch... Der ist ja leider schon verkauft. Der ist schon verkauft, so. Hast ja noch ein bisschen Zeit dran zu arbeiten. Ja, ich muss das auch mal kurz mit meiner Frau dann absprechen. Und ich kenne die Antwort leider schon. Boah. Darf ich das mal sehen hier mit dem Bartisch, wie das funktioniert mit dem Auszug? Weil ich nehme an, dass man hier von dem Platz auch essen kann, wenn man möchte. Ja, also wenn wir so eine Funktion, dass du hier einmal... Wow. Das ist echt wow. Was hast du denn da unten gemacht mit deinem Fuß? Ein Fußpedal, wo man im Grunde genommen diesen Tisch mit feststellen kann. Und wir bieten immer Lösungen oder versuchen das immer so zu machen, dass dann, so wie du gesagt hast, von dem Tisch oder von dem Sitzplatz muss man essen können. Und dann soll es natürlich auch so sein, dass es nicht durch langes Umbauen und 27 Einzelteile hier einzufügen funktioniert, sondern es muss schnell raus und schnell wieder rein. Der hat jetzt noch einen Stempel hier unten drin. Das heißt, der ist so stabil, dass man auch hier das Bett mit besteigen kann, könnte. Ja, sicherlich wird das gehen. Gut, hier oben drüber ist ja noch ein großes Hubbett. Ja, mich hast du überzeugt. Dann, wie denkst du, der ist jetzt das erste Mal auf der Messe, oder? Der 1200er in der integrierten Version ist jetzt das erste Mal auf der Messe, ja. Wie viele haben sich denn schon angemeldet, die den explizit sehen wollen? Einige. Einige. Also wir sind hier gut ausverkauft, beziehungsweise gut gebucht in der Messe. Ja, was ich gut finde bei euch, Open Shop. Also das bedeutet, hier darf jeder auch mal reingucken, der auch keinen Kaufwunsch hat, wenn einer lieb fragt und sagt, das ist nur so, klar, wenn ihr natürlich explizite Kundenvorführungen habt, da geht es dann vielleicht nicht, aber das bietet die Messe, dass also die Leute wirklich viel sehen können. Das bietet die Messe und das ist auch extrem wichtig und da bin ich auch ein Freund davon, dass das eben möglich ist, weil man ja auch erstmal auch einen Wunsch, sag ich mal, also so wie wir eingangs drüber gesprochen haben, man steht ja nicht morgens auf und denkt sich, heute kaufen wir mal ein Reisemobil. Das ist ja ein Wunsch, den man entwickelt. Und auch wenn man schon eins hat oder ein anderes Produkt fährt oder Wohnwagen fährt, dann möchte man ja vielleicht mal schauen, was man vielleicht in 10 Jahren haben möchte. Und da wäre es ja fatal, wenn man sich das hier nicht anschauen könnte. Was ich auch toll finde, ist, dass die Familie ja sehr groß ist. Ihr habt ja von kleineren Fahrzeugen, von älteren Fahrzeugen, man kriegt die ja gebraucht teilweise auch schon deutlich unter 100.000 Euro, hat man einen echten Concorde und sieht dann dieses Fahrzeug hier. Ich denke, das ist so ein bisschen wie die Formel 1, so bei einigen Fahrzeugherstellern, die das technisch Machbare auch mal zeigen wollen, oder? Ja, deswegen haben wir hier auch eben tatsächlich die offene Tür, dass wir eben zeigen, wo die Reise hingehen kann, wenn man möchte.
So, ich werde euch jetzt ersparen, wie man das Plissee rauf und runter fährt und so weiter. Das könnt ihr euch in anderen Autos angucken. Hier ging es jetzt erstmal um dieses Riesenraumgefühl mit diesem Slide-Out und Hut ab. Wir haben ja viele Zuschauer aus Amerika, die schauen sich doch, man nennt es European Design in Amerika. Und das hat schon was. Also du kriegst ja quasi eine Eigentumswohnung. Und wenn du heute guckst, du bist in einem Hotspot irgendwo in München und hast hier eine Wohnung in der Größe, mit der Ausstattung fertig ausgestattet. Du brauchst hier nur einziehen. Du musst ja hier keine Möbel reinbringen. Das stimmt, das ist fertig. Und jetzt, wenn man es nicht mal als Festwohnsitz sieht, wenn man einfach mal schaut, was so eine Ferienwohnung, egal wo, Mallorca oder auch von mir aus am Ammersee kostet, dann kann man ganz schnell feststellen, dass diese hier ja mobil ist und nicht nur am Ammersee oder am Gardasee oder am Lago Maggiore steht, sondern dahin, wo man eben hin möchte. Ich habe schon überlegt, ob man den nicht einfach feststehen lässt, wenn es einem gefällt, ja, und hat seinen Spot gefunden, so 2-3 Stück, macht einen Jahresmietplatz vielleicht und dann 2-3 Stück, ja. Ja, aber es ist schwierig. Also ihr habt ja eine tolle Kooperation mit Landjachting, also die ein tolles Magazin. Die fahren rum, machen sich einen unglaublichen Aufwand. Dieses Jahr auch Jubiläum. Und das ist, glaube ich, wichtig. Die stellen so viele Plätze vor. Man hat quasi nicht genug Lebenszeit, glaube ich, um alle Plätze zu besuchen, die je getestet haben, oder? Das stimmt. Es ist aber so, dass es uns wichtig ist, dass wir nicht nur Fahrzeuge bauen, sondern auch die Infrastruktur aufzeigen, wo eben das Nutzen von unseren Fahrzeugen möglich ist. Ja, also guck da mal rein. Also Landjachting heißt das Ganze. Und da werden tolle Plätze gezeigt, auch für lange Fahrzeuge, die Zufahrten beschrieben, die Restaurants, die mit dabei sind. Also das ist schon wirklich toll. Ja, magst du noch mal von außen gucken, wie es aussieht? Und dann mach mal einen Cut. Ich kann aber noch mal eins kurz machen, bevor wir da sind. Das habe ich eben schon gesehen. Da ist die Technik drunter. Hier stecken alle Fernbedienungen drin. Die sind hier natürlich für die Messe entnommen. Und genau. Da sind alle Bedienteile noch mal schön versteckt. Hier nicht hier drüber, denn hier ist ja die Treppe. Gerade kleine Personen hätten da schon Schwierigkeiten dran zu kommen, sondern in diesem netten Fach hier drin. Der hat sogar einen Stromgenerator mit eingebaut. Genau, der hat einen 8 kW Fischer Panda mit dabei. So, falls also alle Stricke reißen, ganz viel tolle Technik, aber am besten man sieht sie nicht. Was ich gut finde, kein Riesenbussystem, also alles wird nochmal dediziert bedient, so ein bisschen wie im Schiff, oder? Ja, da gucken wir es uns ja auch ab oder da holen wir uns unsere Inspiration. Maximal ausfallsicher. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf, heute ist Aufbautag, Donnerstag, der letzte. Ich nehme an, wie viele Tage wart ihr unterwegs hier aufbauen jetzt? Wir haben letztes Wochenende angefangen. Letztes Wochenende. Und die ganzen Fahrzeuge werden bewegt. Nicht jeder kann ja diese Fahrzeuge fahren. Das heißt, habt ihr Mitarbeiter, die sich dann bereit erklären? Wir haben Mitarbeiter, die sich bereit erklären. Wir haben eine Kooperationsspedition, mit der wir das immer machen, die auch die Fahrzeuge zu unseren Händlern fahren. Und jedes Fahrzeug wird bei uns auf Achse ja hier rein bewegt. Wahnsinn. Da gibt es einen festen Plan, wie die hier reinkommen? Da gibt es einen festen Plan. Den muss man sich natürlich auch vorher schon mal überlegen, um auch genau alle Fahrzeuge dann an Ort und Stelle so zu haben, wie man es braucht. Die Klimaanlage morgen wird angeschaltet. Heute ist sie natürlich nicht in Betrieb, weil das Tor da sperrangelweit offen steht. Würde gar nichts bringen. Es soll auch ein bisschen kühler werden. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg für die tolle Messe. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mich besuchen kommt. Wir sind hier vor Ort die ganze Zeit in Halle 5. Halle 5, die Premium-Halle. Und ich habe das Gefühl, Standgröße ist gleich geblieben wie letztes Jahr? Ist gleich geblieben wie letztes Jahr, ja. Aber tolle Fahrzeuge. Vom wirklich Alkovenfahrzeug, teilintegriert, bis natürlich hin zu den voll integrierten Fahrzeugen. Ein Traum auf der Straße. Danke fürs Einschalten. Tschüss, Can. Tschüss. Tschüss. Ciao.